Guten Morgen. Ich denke, ihr kennt mein Gesicht nun. Von daher gibt es mal einen morgendlichen Blick hinaus durchs Fenster. Dafür sitze ich etwas im Schatten. Ja, mein Anliegen, meine Challenge jetzt gerade ist, ich habe hier verschiedene Kapseln, die ich nehme. Und ich frage mich eigentlich gerade spontan, brauche ich die eigentlich? So, und jetzt könnte ich mit jeder eigenen einzelnen Kapsel diese Frage stellen und ich frage mein Herz, ich habe diese Kapsel jetzt hier in der Hand und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, brauche ich die Kapsel jetzt eigentlich gerade? Da kommt ein Ja. Okay, dann die nächste und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, brauche ich diese Kapsel im Moment gerade? Ja, kann ich auch nehmen. So, und dann die nächste, das ist eine Kapsel, die hilft den Nieren, den ganzen Dreck besser zu entgiften. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit und auch meinen Körper, braucht ihr diese Kapsel eigentlich zurzeit? Ja, ist auch okay. Und dann kommt noch eine letzte, da geht es darum, die Nieren, Nebennieren zu stärken. Nebennierenschwäche kann dazu führen, dass man sich depressiv, erschöpft, abgespannt und nicht mehr alltagstauglich fühlt, dass Haarausfall droht, irgendwelche körperlichen Symptome sich zeigen, das könnt ihr googeln. So, und da habe ich mir eine Kräuterkapsel zusammengestellt, die nehme ich auch immer mal wieder, nicht tagtäglich, aber immer mal wieder. Und jetzt ist auch die Frage, brauche ich diese Kapsel eigentlich? Im Moment. Und da kommt ja, davon kannst du ruhig zwei nehmen. Ja, das war jetzt mal spontan eine Idee, wie man rausfinden kann, ob die Kapsel oder das, was man gerade zu sich nimmt, eigentlich noch relevant ist. Fällt mir ein, ich nehme hier seit geraumer Zeit so ein bisschen Zeolit. Vielleicht frage ich da auch nochmal, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass ich das nehme. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Macht es Sinn für meinen Körper, für mich im Moment, zur Zeit, dass ich dieses Zeolit nehme? Okay, da kommt ein Nein. Dann werde ich das mal weglassen. Und dann habe ich hier noch eine sehr spannende Kapsel hier in meiner großen Dose. Da ist auch die Frage, ob die wirklich was Gutes für mich tut. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Was ist hier mit der Boxenkapsel? Ja, da kommt sogar ein Ja, das ist sehr gut für dich. So, also, das wollte ich euch einfach nochmal zur Verfügung stellen, weil auch so kann man eventuell für sich ein bisschen Klarheit bekommen bei Themen, wo man einfach sagt, ja, ich vertraue darauf, ich weiß nicht, was der Arzt mir verordnet hat oder was ich mir selber ausgesucht habe. Also das hier, was ich alles nehme, habe ich mir selber zusammengestellt, das habe ich mir nicht nur ausgesucht, sondern das habe ich auch noch selber produziert für mich zum Eigenverbrauch. Und von daher ist ja die Frage von Zeit zu Zeit mal zu stellen, ob man das eigentlich im Moment gerade noch braucht. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.